Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe jetzt ein bisschen offscreen hier abgeholzt, weil ja, das ist einfach nur stumpfes mit der Kettensäge rumrennen. Das war jetzt nichts Besonderes. Das Einzigste, was besonders war, mich hat so ein, ach, wie heißen die Dinger nochmal, so ein Kuschelkeiler da angegriffen. Aber das war's dann schon und ich habe hier das bisschen Ausbeute, was ich hatte, hier reingelegt. Auch das andere Material, was ich jetzt gerade nicht brauche. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um unser Kohlekraftwerk. Da haben wir jetzt noch eine kleine oder vielleicht auch größere Hürde vor uns. Mit diesen zwei Brüdern da vorne. So. Bevor das aber schief geht, würde ich sagen, speichern wir das Ganze. So, Save Game 3. Weil wenn wirklich was schief geht, laden wir den alten Spielstand gerade und versuchen es nochmal. Und nochmal und nochmal. So, wo sind sie? Also hier ist die Kohle. Okay, hier steht eine. Und da hinten ist eine. Ach, das sind drei. Ach du Scheiße. Okay. Laufen die vielleicht ein bisschen auseinander, dass ich nicht alle auf einmal pull? Das sieht da wahrscheinlich nicht so aus, ne? Jetzt kommen sie in die Richtung. Ich glaube, den habe ich getaggt. Oder? Keine Ahnung. Wir greifen jetzt einmal mal an. Scheiße, Volltreffer. Ja, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Okay, Nummer 1 haben wir. 3,5 Leben verloren. So. Okay. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Zwei Treffer. Vier Treffer. 4 zu 1. Alter. Komm, 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 voll um. Gut. So, dich nehme ich mit. Und wie gefährlich wird der da hinten? Wir haben jetzt nichts zum Regenerieren dabei. Okay. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das Ganze an? Also den Miner stelle ich auf jeden Fall hier drauf, das ist klar. Dann habe ich mir gedacht, baue ich hier. Schwebt das Ding in der Luft? Da hinten rennt noch so eins rum. Dass ich hier vielleicht so eine Plattform in die Luft baue und da meine Kraftwerke draufsetze. Was rennt denn da oben alles rum, ey? Gut, jetzt bauen wir erstmal den Miner. Den richten wir direkt nach hier aus. So. Jetzt ist die Frage. Die Dinger machen mir Schiss da hinten. Und vor allem das auch relativ nah jetzt. Wenn ich da ein bisschen die Plattform darüber baue, dann. Ich habe jetzt aber zu wenig Leben. Gott. So, fangen wir jetzt einfach mal mit der Plattform hier an. Bisschen größer auskleiden. Ich habe keine Lust, dann hier runter zu stürzen.
Ich weiß jetzt auf Anhieb gar nicht, wie breit ich das machen muss. Drei Kraftwerke wollte ich ja bauen erstmal. Müssen wir weiter hinten ansetzen. Weil wenn wir dann noch mehr bauen, geht es in die Richtung, dann stört uns hier dieser Hügel. Das wäre natürlich auch doof. Müssen wir also noch ein ganzes Stückchen nach vorne. Der ist schon wirklich nah. Jetzt geht uns der Beton auch bald aus. Da haben wir eine Elektroschnecke auf jeden Fall. Okay. Na, schauen wir jetzt erstmal. Wir wollten drei Kohlegeneratoren bauen. Kohlegenerator. Hier stört es noch, also die Hälfte von der Platte. Setzen wir es hier hin. Wie viel Platz habe ich dann nach hinten? das können wir sogar so lassen. Wie viel Beton haben wir noch dabei? Ein bisschen was. Weil dann bauen wir in dieser Richtung hier weiter. So, jetzt haben wir keinen Beton mehr. Uncool. Spieler ist im Weg. Ich sehe halt nicht, ob es bündig ist und ich möchte hier nicht runterstürzen. Hier kann ich sehen. Okay. Gut, da muss ich jetzt noch ein bisschen neben dran setzen. Na, ich möchte jetzt die Platten ja nicht mehr abreißen. Ich habe noch Kalkstein im LKW. Schlepper. Den könnte ich mir eben holen. Da kann ich jetzt auch hier drauf fahren eigentlich. Müssen wir nicht so weit laufen dann. Eventuell müsste man dann auch ein paar Nüsse oder Beeren noch da drin haben. Dann können wir das eine Fieder noch erledigen. Okay, ich habe noch vier Himbeeren. Da haben wir den Kalkstein, den nehmen wir mit. Machen da direkt mal Beton draus. 80 Beton. Besser als nichts. Aber ich glaube, es reicht uns dann auch. Für unsere kleine Plattform da. Tja, haben wir in der Basis so viel Beton und jetzt müssen wir ihn hier selber machen. Unglaublich. Ich dachte, ich hätte eigentlich genug mitgenommen. So kann man sich täuschen. So. Also wirklich volles Leben habe ich ja noch nicht. So, langsam, langsam, langsam. Aber wenn ich mit dem Schlepper abstürze, sind die Items auch alle weg. So, weiter fahre ich mal nicht. Jetzt nehme ich noch eine Speicherung vor.
kümmern wir uns jetzt nochmal um diese Aliens. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm. Ja. Kommt er oder kommt er nicht? Er kommt da. Okay. Ich aufpassen, dass er mich nicht irgendwo runterschubst. Das war er. Hahaha. So. Und dann sehen wir direkt auch die nächste Mobsorte. Das sind nämlich diese Blähfliegen. Die platzen hier erstmal schön raus. Sind relativ klein. Sind schwer zu treffen. Und die zerlegen mich gerade. Okay, der eine ist noch da. Okay. Wo ist er? Oh, shit. Puh, hab's geschafft. So, das sind Alien-Panzer. Die sehen zwar ein bisschen anders da aus, aber sind auch welche. Dann haben wir hier nochmal so einen Somasloop-Wip. Wofür die sind? Keine Ahnung. Aber wir werden es irgendwann rausfinden. So, hier haben wir noch Himbeeren und Nüsse. Die hole ich mir eben. Okay, das war eine scheiß Idee. Gut. Der hat uns nicht getroffen. Die Himbeeren habe ich geholt. Wo waren die Nüsse? Was ist das? Schwefel. Nehme ich auch mal mit. Aber ich glaube, das konnte man jetzt noch nicht erforschen. Das kommt dann auch mit einem nächsten Inhaltspatch. So, mehr war hier dann, glaube ich, erstmal nicht mehr. Da gehe ich jetzt erstmal nicht hoch. Dann machen wir nämlich das Kohlekraftwerk jetzt erstmal fertig. Dass wir das abgeschlossen haben. Ja, ich glaube, jetzt nach der ganzen Zeit wird der Treibstoff in den Biomassebrennern wieder leer gelaufen sein. Das heißt, unsere Fabrik produziert gerade nicht mehr weiter. Das ist natürlich auch uncool. So, 24 habe ich noch. Ich kann noch ein Stück rüber. So, ich hätte noch eine Platte gebraucht. Klauen wir uns die hier. So. Denn jetzt können wir noch einen hier hinstellen. So, da passt auf jeden Fall noch mindestens einer dazwischen. Das heißt, wir nehmen den hier mit. Ach, ich möchte echt nicht hier runterfallen. Würde hier noch einer hinpassen? Da wird gerade so noch einer hinpassen. Dann bauen wir den auch nochmal ab. So, dann haben wir nämlich das da. So. Dann brauchen wir Splitter.
Sind die alle in einer Linie? Ja, sieht so aus. So. Okay. Ah, Mist, da brauche ich jetzt auch Beton für. Gut, dann bauen wir hier doch noch mal ein bisschen ab. Muss man nur dran denken, dass wir beim nächsten Mal halt wieder Beton mitnehmen, wenn wir hier erweitern wollen. Dass wir die Plattform wieder hier richten können. So, jetzt kriegt hier jedes Kraftwerk erstmal seinen eigenen. Der hier. Ach genau. Und der hier. Seinen eigenen Strommast. So. Dann setzen wir einen Strommast an diesen höheren Punkt hier drauf. Verbinden das nicht, sondern setzen hier nochmal einen Strommast hin. Den verbinden wir mit dem hier. Den mit... Na gut, im Prinzip ist egal mit wem. Und den mit dem. So. Jetzt müssen wir einen Splitter setzen. Den müssen wir nicht unbedingt, aber wäre vorteilhaft. Dann können wir das nämlich später erweitern. So, du gehst hier rein. Du gehst hier hinter. Ist ja jetzt erstmal egal, wie das aussieht. Später können wir dann noch regulär erweitern. So, jetzt müssen wir den kurz mit Strom versorgen, damit da ein bisschen Kohle überhaupt rauskommt. Das können wir machen mit einem Biomassebrenner. Wie viel Strom braucht der denn? 5 Megawatt, ja, das reicht ja völlig. Reicht völlig. Weil der produziert... Ja, 20, genau. So. Den nehmen wir damit dran. Dann müsste das nämlich jetzt auch anspringen... und uns die Kohle ausspucken. Ja, da kommt die erste Kohle. Die Förderbänder sind halt jetzt ein bisschen, ja, langsam. Aber sollte für die Kraftwerke auf jeden Fall noch ausreichen, um alle zu versorgen. Weil die springen jetzt ja nach und nach an. Da haben wir jetzt die 20 Megawatt drauf. Jetzt warten wir noch, bis da der erste anspringt. Dann können wir den Biomassebrenner wieder abbauen. Weil dann haben wir hier schon mal eine autonome Versorgung. Ja, ist der jetzt auch angelaufen. Sehr schön. Der nächste springt auch an. Oder auch nicht. Warum tut er das jetzt nicht? Der verbraucht sich, aber der hier... Der nicht. Warum habe ich den nicht angeschlossen? Den habe ich nicht angeschlossen. Jetzt, genau. Ah, jetzt sind auch hier beide angesprungen.
dadurch. Ja, genau, ich habe vergessen, die zu verkabeln. So, der kann wieder weg. Ja, ist ja noch alles verbunden. Ja, der produziert auf jeden Fall hier schneller die Kohle als die Kraftwerke verbrauchen. Wir können ja auch hergehen. Haben wir noch Beton dabei? Ein bisschen. Ach, ich brauche auch für die Stromleitung ein bisschen Strom. Beton. Na gut, es reicht aber so. Und da können wir uns jetzt halt ein bisschen abzwacken. Und uns einen kleinen Vorrat anlegen. Weil die Kraftwerke erhalten ja trotzdem noch genug. Die haben sie ja ordentlich voll gefressen schon. Ja, 66 Stück. 31, dann sind da um die 15 drin. Ja, auch 31, ja. Passt. Also es fließt mehr rein, als verbraucht wird. Von daher passt das. Und da haben wir jetzt einen kleinen Vorrat dann. Wir können ja dann noch schnellere Bänder hier anschließen und dann läuft es auch. So, jetzt muss ich aber meinen Transporter leider hier lassen. Weil ich jetzt erstmal die Stromversorgung hochziehen muss. Und es geht aus dem Schlepper nicht. Leider. So, den schön auf den Stein gestellt. Sehr schön. Dann mal hier quer durch den Acker. Ja, zur Not können wir uns hier ein bisschen Ding abbauen. Kalkstein. Oh, Draht ist zu lang. Wie lang schon? Hier geht's, okay. Ja, das ist gut. Dann haben wir hier direkt auch Stromversorgung, wenn wir das mal hier fördern wollen. Genau wie den hier. Und dann setzen wir hier einen Strom, dann hat der später auch mal. Die Nüsse nehme ich mir mit. Genauso wie die Himbeeren. So. Und weiter geht's. Na, hier ist unser Weltraumlift. So, im Prinzip ist ja wurscht, wo wir das anschließen. Hauptsache, wir haben einen Kreislauf. So, hier haben wir noch ein Vorkommen. Setzen wir also hier auch direkt mal so ein Teil ran. Wenn ich den da anschließe, dann ist voll. Da könnten wir anschließen und dann haben wir noch. Genau. Ja, haben wir die Stromversorgung ganz schön enorm nach oben gepusht, würde ich sagen. Und wir haben noch Luft. Also wir können noch definitiv einige Kohlekraftwerke dahin bauen. Sehr schön. Kohle rein. Das bauen wir mal ab. Tragen es mit vor. Wir müssen ja in die Richtung jetzt nochmal, um den Schlepper abzuholen. Und dann füllen wir das da gleich mal rein. Na, wie viel kommt denn da raus? Jetzt. Stück. Nicht schlecht. Ah, noch mehr Nüsse. Wo ist die Stromleitung? Da hinten. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen?
Da wollte ich gar nicht hin. Alle Nüsse schon wieder weg. Ah, eine Himbeere. Ah. Könnte aber bewacht sein. Da sind wieder so Gasteile. Okay, ansonsten ist, glaube ich, safe. Mercer's Fair. Web. Die haben leider auch noch keinen Nutzen. Wird erst noch kommen, nehme ich an. Jede Menge Holz, das ist gut. Was ist das? Sämerz. Das haben wir auch noch nicht geholt. Gefunden. Alles mal direkt mitnehmen. Damit können wir jetzt auch noch nichts anfangen. Ist in diesem Spielstand auch noch nicht verfügbar. Aber ja, eine Funktion oder einen Nutzen wird bestimmt noch reingepatcht. Sonst gäbe es ja dieses Erz nicht. Und dann haben wir direkt schon Erz auf der Tasche und können das analysieren lassen. Und dann auch über den Handscanner scannen, um rauszufinden, wo es ist. Optimal. So. Habe ich noch 5 Taschenplätze frei. So, jetzt schauen wir mal kurz dahinter. Ich habe nämlich vorhin, als ich hier dann offscreen Holz und Blätter gefarmt habe, die Höhle oder was ist es, entdeckt. Und da habe ich komische Geräusche gehört, irgendwelche Mistviecher anscheinend wieder. Und habe dann hier aufgehört, weil das wollte ich dann mit euch zusammen erkunden. Und ich glaube, da gehen wir auch schnell mal rein. Auch wenn ich jetzt gerade nichts höre. Da haben wir auf jeden Fall einen Speckpilz. Den können wir dann auch analysieren. Naja, so viel ist jetzt hier nicht. Aber jetzt mal auf der Seite, wo, glaube ich, die Elektroschnecke ist. Das heißt, hier ist doch auch dieses Viech rumgelaufen. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir das jetzt holen und irgend so ein Vieh schmeißt uns jetzt die Klippe runter. Das wäre natürlich mehr als nur ärgerlich. Das ist Kupfererz. Ja gut, dann ist hier hinten auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Jetzt haben wir immer noch 3 Taschenplätze frei. Also ein bisschen was können wir ruhig noch finden, was uns interessieren könnte. Da waren wir jetzt noch nicht. Da haben wir noch einen Pilz auf jeden Fall. Das ist Kalkstein, ja. Von da ist man gekommen, ne? Ja. Jetzt geht ja richtig in den Berg rein. Ach, da kommen wir aber nicht weiter. Ist alles voller Gas und da würden wir einfach elendig krepieren. Da brauchen wir dann später, diese Gasmasken, die müssen wir noch erforschen. Und dafür brauchen wir auch Blätter oder Biomasse. Ich glaube, die Blätter waren es. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich die auch noch gesammelt habe, weil wir die später definitiv auch noch brauchen werden. Und diese Schnecke da oben, die würde mich auch reizen. Das ist eine gelbe. Das ist die 2. Stufe der Elektroschnecken. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Wie viel Beton habe ich denn noch dabei? Na, das reicht nicht. Das reicht nicht. Muss ich ein andermal machen. Schade. So, da wollten wir jetzt die Kohle einfüllen. Ja, die Kohle hier. Genau, hier
stockt jetzt alles, weil die vollgelaufen sind. Also hat es hier funktioniert auf jeden Fall. Jetzt fange ich schon wieder mit dem auf jeden Fall an. Auf jeden Fall nervig. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber okay, so kommt es mir vor. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier nicht irgendwo abstürzen. Können wir eigentlich schon, muss ich mal schauen, Wände herstellen. Wände können wir schon herstellen. Nehmen wir die hier. Da kriege ich noch die hin. Tja, ist mir der Beton wieder ausgegangen. Da hätte ich auf jeden Fall noch hinsetzen können. War da nicht Beton hier irgendwo? Hier. Ui. Zumindest Kalkstein, ja. Vielleicht reicht es ja, um die Wände fertig zu machen. Ja, da kommt ordentlich noch raus. Na gut, aber wir brauchen ja mehr Kalkstein für einen Beton. Das heißt, so wahnsinnig viel haben wir jetzt nicht. Aber schon 102. 112 kam da raus, okay. Das ist schon mal gut. Reicht für 37 Beton. Ja, da lässt sich ein bisschen was mitmachen. Auf jeden Fall. So, und wenn wir jetzt schon hier dran stehen, würde ich nämlich auch den wichtigen Kram mal hier reinpacken, dass der definitiv nicht verloren geht. Die Pilze, die lasse ich jetzt mal. Das war ja Holz, okay. Das ist Schwefel, das ist mein wichtiger Kram. Der Sämerz ist das da. Habe ich sonst noch wichtigen Kram? Den kann ich noch hier mit reinpacken. Das lasse ich auch mal im Transporter. Was ist das? Kalkstein, okay. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Den noch, okay. So. Dann machen wir die Wände fertig. Dann sind wir beim nächsten Mal auf jeden Fall safe. Ja, also ich glaube nicht, dass wir hier dann mit dem Transporter durchpassen. So, hier können wir aber noch eine Wand hinstellen, oder? Zu teuer. Ach. Ich höre doch schon wieder was. Oder ist es da drunter sogar? Das klingt relativ nah, als wäre da wieder irgendwas. Das fände ich immer genial. Eine schöne Elektroschnecke jetzt hier ausbuddeln. Tatsächlich. Die nehmen wir mit. Haben wir durch unseren Beton, die Betonnot, direkt noch eine Schnecke ausgegraben. Optimal. So, haben wir den Beton hier noch fertig. Einer fehlt, einer hat man hier noch drin. Können wir also komplett verbrauchen. Dann die Elektroschnecke wollten wir hier dazu tun, dass sie auf jeden Fall nicht verschwindet. Wo das jetzt schon wieder her ist, weiß ich nicht.
Die Nüsse habe ich auch keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder herkommen. So, und jetzt wollte ich hier noch eine Wand hinsetzen, wenn es geht. Ja, geht auch. Na gut, Hauptsache die Brücke ist erstmal abgesichert. Da kann uns nichts mehr passieren. Jetzt geht's erstmal Richtung Heimat. Wenn wir diesen Buckel ja überhaupt hochkommen. Mit Ach und Krach. Oh. Ja. Auf der Geraden geht's auf jeden Fall wesentlich besser. Na, nicht durchs Gift fahren, das wäre nicht so ganz gesund. Stopp, stopp, stopp. Das Ding hat einen relativ hohen Bremsweg. Oh. Jede Menge Stahlröhrchen. Sehr schön. Ah, das ist endlich voll. Wurde ja auch mal Zeit. Der ist komplett voll. Der ist komplett voll. Nice. Jetzt laufen die nämlich auch endlich mal voll. Sehr schön. So muss das sein. So. An der Stelle beende ich mal diese aktuelle Folge. Läuft jetzt auch schon wieder lang genug. In der nächsten Folge kümmern wir uns auf jeden Fall um die Logistik 2, beziehungsweise die Stahlproduktion, die wir oben noch ausgewählt haben, wie wir sehen. Kam ich jetzt in dieser Folge ja gar nicht mehr dazu. Das Kohlekraftwerk hat wirklich Zeit geraubt, vor allem diese scheiß Viecher da. Und wie gesagt, das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.